Ich war letzte Woche in einem Vereinsheim im Ortsverband in Moritzburg. Und da hingen Wimpel an der Wand vom Arbeiter-Radfahrerbund von 1913. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, sind heute hier zusammengekommen, weil wir unser gemeinsames Fahrrad reparieren müssen. Und ich weiß, dass wir alle sehr viel lieber über die großen Fragen unserer Zeit reden würden. Es herrscht Krieg, es droht Armut, in unseren Parlamenten sitzen Faschisten. Und über die nächsten Monate werden wir darüber reden müssen, in programmatischen Debatten. Und wir werden darüber reden müssen, wo wir mit dem Fahrrad hinfahren, wenn es wieder ganz ist. Und wenn es um die Frage geht, wo wir hinfahren wollen, dann höre ich in den letzten Wochen sehr häufig den Satz, wir müssen uns mal ehrlich machen. Und der Satz ist meiner Meinung nach zweimal falsch. Denn unser Problem in der Partei daher kommt nicht daher, dass wir nicht miteinander ehrlich sind. Und es lösen sich auch unsere Probleme nicht dadurch, dass wir uns gegenseitig vorwerfen, nicht ehrlich zu sein. Wir müssen was dagegen tun und wir müssen uns gegenseitig zuhören. Wir haben nicht alle dieselben Lebensrealitäten und aus verschiedenen Lebensrealitäten zieht man verschiedene Schlüsse. Wir haben bei uns die jungen Ökos aus der Südvorstadt und aus Dresden-Neustadt, die von einer Welt träumen, die vielleicht in 20 Jahren noch existiert. Und wir haben unsere Irmgards und Erwins, die in den 90ern ihren Ortsverband aufgebaut haben als Lobby, damit der Kita-Platz nicht verschwindet. Und ich kann völlig verstehen, dass die einen sich am Klimawandel politisieren. Und ich kann auch völlig verstehen, dass die anderen sich an dem Inhalt ihres Portemonnaies politisieren. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass uns das spalten soll, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen über unser Programm streiten und nicht über unsere Lebensentwürfe. In etwas mehr als einem Monat werden unsere Delegierten zum Bundesparteitag nach Erfurt fahren. Lasst uns denen von heute, von hier und auch mit diesem Antrag mitgeben, dass wir es schaffen, bei uns neue Strukturen und neue Weichen zu stellen. Dass wir als Landesverband vorausgehen, dass wir miteinander Debatten auf Augenhöhe führen können. Lasst uns ihnen aber vor allem mitgeben, dass das auch ohne Häme geht. Das merke ich in meinem Kreisverband, das merke ich auch im Landesvorstand, in dem ich aktiv bin. Und ich möchte, dass wir das im Landesverband insgesamt hinkriegen und dem Bund sagen, es geht auch anders. Und ich habe keine Lust mehr auf dieses altbekannte Spiel, wer sich als erstes bewegt, hat verloren und wer am lautesten schreit, hat am meisten recht. So geht's nicht. Ich komme wieder zum Anfang zurück. Da hing dieser Wimpel, das olle Ding in dem Vereinsheim. Und 109 Jahre und 100 Wahlniederlagen später sind wir immer noch da. Und das liegt daran, liebe Genossinnen und Genossen, dass es immer wieder Genossinnen und Genossen gab, die in schwierigen Zeiten das Fahrrad repariert haben. Und das ist heute unsere Aufgabe. Furcht vor Veränderung, liebe Genossinnen und Genossen, ist der Pfad zur dunklen Seite. Wir haben alle Star Wars gesehen. Ich wünsche uns einen guten Parteitag.